In diesem Video geht es um die Netz- und Systemsicherheit im Stromnetz sowie um die Versorgungsqualität. Wir wollen zunächst einige Begriffe definieren. Zum einen das Redispatching, das heißt den Eingriff in den marktbasierten Fahrplan, in die Erzeugungseinheiten, um Kraftwerkseinspeisungen zu verlagern. Dies dient dazu, um Leitungsüberlastung zu vermeiden oder zu beheben. Das heißt, wenn der Stromfluss über eine Stromleitung im Übertragungs- oder Verteilnetz, wenn diese Leitung überlastet ist, müssen Kraftwerkseinspeisungen angepasst, reduziert werden, um die Überlast zu reduzieren. Des Weiteren gibt es die Netzreservekraftwerke. Das heißt, das sind Kraftwerke, die vorgehalten werden, um diese Redispatch-Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, wenn eine Unterdeckung oder eine Anpassung des Energieflusses notwendig ist, werden diese Netzreservekraftwerke aktiviert und speisen ins Netz ein, um das Netz zu stabilisieren. Des Weiteren definiert man das Einspeisemanagement, das heißt die Reduktion der Stromeinspeisung von erneuerbaren Energieanlagen, das heißt Windanlagen und Photovoltaikanlagen in der Regel, sowie die Anpassung der Stromeinspeisung von Kraftwerken und Kopplungsanlagen, um eine Netzüberlast zu vermeiden und zu verhindern. Im Bereich der regenerativen Energieanlagen erfolgt denn eine Auszahlung an den Betreiber im Fall einer Reduktion der Einspeiseleistung, da nach dem EEG die nicht eingespeiste Energie aufgrund des Einspeisemanagements dennoch vom Netzbetreiber vergütet werden muss. Das heißt, der Betreiber muss nachweisen, wie hoch der Energieerzeugungsausfall war seiner regenerativen Energieanlage, meldet dies an den Netzbetreiber und erhält im Anschluss eine Ausgleichszahlung für diese nicht oder für die entgangene Einspeisung. Schließlich haben wir noch die Anpassungsmaßnahmen, das heißt die Anpassung der Einspeisung bzw. die Anpassung bei der Abnahme von elektrischer Energie auf Verlangen des Netzbetreibers. Auch dies dient zur Stabilisierung des Netzes. Auf der rechten Seite in der Karte dargestellt die Netzabschnitte in den Übertragungsnetzen. Die unterschiedlichen Farben spiegeln die Dauer dar, wie lange Redispatch-Maßnahmen durchgeführt werden mussten in den einzelnen Netzregionen. Die dunkle Farbe zeigt an, dass das über 500 Stunden im Jahr 2018 war. Gelb sind Redispatch-Maßnahmen in der Größenordnung von 50 bis 150 Stunden. Und zu erkennen ist, dass es eine Tendenz der Redispatch-Maßnahmen von Norden nach Süden gibt. Dies liegt insbesondere daran, dass durch die hohe Windeinspeiseleistung in Norddeutschland dies zu einem Ungleichgewicht im deutschen Stromnetz führt. Und wenn das Stromnetz stabilisiert werden muss, müssen in diesen einzelnen Netzsektionen Einspeisemaßnahmen ergriffen werden oder Redispatch-Maßnahmen ergriffen werden, um das Netz zu stabilisieren. Auf dieser Karte, basierend auf den Daten der Bundesnetzagentur, veröffentlicht im aktuellen Monitoringbericht 2019, sind die ungeplanten Ringflüsse von Deutschland mit den Nachbarstaaten im Jahr 2018 dargestellt. Ungeplante Flüsse werden definiert als die Differenz des physikalischen Stromflusses zwischen zwei Ländern, bezogen auf den realisierten Verbundaustauschfahrplan. Die Pfeile, die in der Karte dargestellt werden, geben die physikalische Hauptstromflussrichtung an und die Zahlenwerte in Schwarz bzw. in Rot stellen den Stromhandelsdefizit dar. Das heißt, in Rot dargestellt ergibt sich ein physikalisches Defizit. Sind die Zahlen schwarz, gibt es ein Handelsdefizit. Folgendes Beispiel soll diesen Ringfluss oder diesen ungeplanten Fluss erläutern. Und zwar hat Deutschland im Jahr 2018 aus den Niederlanden
100 Gigawattstunden oder 0,1 Terawattstunden importiert und hat umgekehrt 14,6 Terawattstunden exportiert. Das heißt, von Deutschland nach in die Niederlande sind 14,6 Terawattstunden geflossen. Daraus ergibt sich ein Exportüberschuss von 14,5 Terawattstunden. Das heißt, insgesamt wurden im Jahr 2018 14,5 Terawattstunden von Deutschland in die Niederlande transportiert. Gleichzeitig flossen physikalisch 0,7 Terawattstunden oder 700 Gigawattstunden von den Niederlanden nach Deutschland. Und umgekehrt flossen physikalisch von Deutschland in die Niederlande 20,9 Terawattstunden. Das heißt, daraus ergibt sich ein physikalischer Exportüberschuss von 20,2 Terawattstunden. Und im Saldo, das heißt also, subtrahiert man die Handelsmengen von den physikalischen Stromflüssen. Das heißt also, die 20,2 Terawattstunden physikalischem Exportüberschuss bezogen auf die 14,5 Terawattstunden Exportüberschuss beim Handel. Also ergibt sich daraus 20,2 minus 14,5 sind 5,6 bis 5,7 Terawattstunden Strom, die von Deutschland in die Niederlande flossen, jedoch nicht zwischen beiden Ländern gehandelt wurden. Und dieser Handel wird als ungeplanter Stromfluss bezeichnet. Wie man also erkennt, auf der Karte gibt es einen Fluss der elektrischen Energie von Nordwestdeutschland über die Niederlande, Belgien nach Frankreich und dann wieder zurück nach Südwestdeutschland. Gleichzeitig haben wir einen weiteren Ringfluss aus Nordostdeutschland über Polen und über Tschechien und Österreich zurück nach Südostdeutschland, also in die Region Bayern und Teilen von Thüringen. Des Weiteren beobachtet man als Fluss noch Strom aus Frankreich, der nicht direkt von Frankreich nach Italien oder in die Schweiz fließt, sondern einen Umweg über Süddeutschland nimmt und dann in die Schweiz fließt. Das heißt also, wir haben oder wir beobachten in dem europäischen Verbundnetz mit den Nachbarstaaten Deutschlands ungeplante Ringflüsse, die dadurch zustande kommen, insbesondere, dass in Deutschland sehr viel Windenergie in Norddeutschland vorherrscht, die nicht innerhalb des deutschen Übertragungsnetzes transportiert werden kann zu den großen Verbrauchsregionen im südlichen Teil Deutschlands, sondern dass der Strom seinen Weg über die Nachbarländer Niederlande, Belgien, Frankreich bzw. Polen, Tschechien, Österreich sucht, um aus Norddeutschland zu den Energiesenken in Süddeutschland zu fließen. Dies bedingt einen notwendigen Netzausbau innerhalb Deutschlands. Das heißt, dass in Deutschland eine Nord-Süd-Achse, ein Transportnetz installiert werden soll und auch geplant ist, um den Strom aus den windreichen Regionen in Norddeutschland in die Regionen mit einem hohen elektrischen Energiebedarf in Süddeutschland zu transportieren. Welche Kriterien müssen nun berücksichtigt werden bei der Netzauslegung und Netzplanung? Zum einen muss physikalisch der Betriebsstrom kleiner oder gleich dem maximal thermisch zulässigen Bemessungsstrom sein, der durch die Leitung fließen darf, wobei berücksichtigt werden muss, dass diese Bedingung auch unter extremen Netzbedingungen eingehalten werden muss. Das heißt, sollte es zu Störungen im Netz kommen, muss ausreichend Puffer vorliegen, damit der Betriebsstrom immer kleiner, dem maximal thermisch zulässigen Bemessungsstrom bleibt. Als zweites Kriterium gilt, dass die Spannung im entsprechenden Spannungsband des jeweiligen Netzes, des Übertragungsnetzes oder des Verteilnetzes liegen muss. Das heißt, es muss immer eine ausreichende Spannungshaltung vorliegen. Und die zu tolerierende Spannungsabweichung ist durch die technischen Anschlussbedingungen in den jeweiligen Netzsektoren festgelegt. Als nächstes wollen wir uns die Voraussetzung für die analytische Berechnung von Drehstromnetzen ansehen. Das heißt, die Grundlagen, die berücksichtigt werden müssen für eine analytische Berechnung von Drehstromnetzen. Der Ausgangspunkt ist ein symmetrisches Drehstromnetz, welches durch ein einphasiges Ersatzschaltbild beschrieben werden kann. Die Lasten, die am Netz anliegen, werden so modelliert, dass stets eine
konstante Wirk- und Blindleistung aufgenommen wird, unabhängig von der jeweils anliegenden Spannung. Die Leitung und die Lasten werden ohmsch induktiv betrachtet und die Leitungen werden als elektrisch kurz angenommen, um Queradmittanzen vernachlässigen zu können. Dies ist natürlich nur eine starke Vereinfachung. Für eine Detailbetrachtung werden die Stromnetze numerisch simuliert mit Hilfe von Computerprogrammen. Für eine erste grobe Auslegung und Planung ist eine analytische Berechnung mit den hier dargestellten Vereinfachungen hinreichend genau. Bei der Planung von Niederspannungsverteilnetzen für Wohngebiete bzw. für Gewerbegebiete mit geringen Lasten ist die Basisgröße für die Dimensionierung dieser Niederspannungsverteilnetze die maximale Belastung, die durch die Verbraucher verursacht wird. Das heißt, man muss die Struktur der Verbraucher kennen und kann daraus die Belastung des Netzes ableiten und dies zur Dimensionierung heranziehen. Darüber hinaus lässt sich der Gleichzeitigkeitsfaktor G berücksichtigen, da in der Regel nicht alle maximalen Anschlussleistungen zeitgleich abgerufen werden. Der Gleichzeitigkeitsfaktor G ist definiert als das Verhältnis der Leistungsabnahme bezogen auf die Anschlussleistung. Und dieser Wert ist typischerweise kleiner als 1. Es lässt sich darstellen, dass die Höchstlast dieser Faktor G multipliziert mit der Anschlussleistung ist, wobei der Faktor G typischerweise mit 0,33 angenommen werden kann. In vielen Fällen mit entsprechender heterogener Verbraucherstruktur betrachtet man reine Wohneinheitsgebiete, also Quartiere nur mit Wohneinheiten. So lässt sich ableiten, dass der Gleichzeitigkeitsfaktor 0,07 plus 0,03 dividiert durch die Anzahl der Wohneinheiten ist. Das heißt, daraus lässt sich ableiten, wie groß der Gleichzeitigkeitsfaktor ist, um daraus dann die Höchstlast zu bestimmen, die bei einem Niederspannungsverteilnetz typischerweise auftreten kann, um die Dimensionierung abzuschätzen. Darüber hinaus muss noch berücksichtigt werden, dass neben der Wirkleistung P auch Blindleistung bereitgestellt werden muss, über die Formel, dass die Blindleistung Q das Produkt aus P multipliziert mit dem Kosinus der Phasenverschiebung ist, um die Dimensionierung des Netzes entsprechend anzupassen. Für die Planungsgrößen des Niederspannungsverteilnetzes für Wohn- bzw. für Gewerbegebiete gibt es umfangreiche Erfahrungswerte, die eingesetzt werden bei der Planung und bei der Abschätzung, insbesondere im Bereich der Quartierskonzepte. In dieser Tabelle dargestellt sind unterschiedliche Arten der Verbraucher, Wohneinheiten und unterschiedliche Gewerbeeinheiten und dann die Planungsgröße, das heißt die Leistung pro Quadratmeter Fläche, bezogen auf die allelektrische Versorgung inklusive einer Elektroheizung und der Warmwasserbereitstellung durch elektrischen Strom, sowie auf der anderen Seite eine vollelektrische Versorgung, jedoch ohne Elektroheizung und ohne Bereitstellung des warmen Wassers durch Nutzung des Stroms. Und so zeigt sich das bei Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 90 Quadratmetern pro Wohneinheit, sich bei einer allelektrischen Versorgung 170 Watt pro Quadratmeter Fläche des Quartiers ergeben, wird die Elektroheizung nicht berücksichtigt, so reduziert sich die Last auf 50 Watt pro Quadratmeter. Und so lassen sich entsprechend diese Kennzahlen definieren, dass gewerbetreibende öffentliche Einrichtungen wie Schulen zum Beispiel entsprechende Kennzahlen darstellen. Und aus diesen Kennzahlen lässt sich dann die Last ableiten, die man berücksichtigen muss bei der Planung eines Niederspannungsverteilnetzes. Als nächstes wollen wir uns die Begriffe der Versorgungssicherheit ansehen. Zunächst ist die Unterbrechungshäufigkeit definiert als die Anzahl der Netzunterbrechungen pro Kunde und Jahr, unabhängig von der Netzebene. Darüber hinaus gibt es die mittlere Ausfalldauer. Das ist die Zeitspanne vom Auftreten der Störung des Netzes bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung. Daraus lässt sich dann ableiten die Nichtversorgungswahrscheinlichkeit, das heißt die Zeit pro Jahr, die ein Kunde voraussichtlich nicht mit elektrischer Energie versorgt wird. Ableiten lässt sich dann auch noch die mittlere Ausfallleistung, das heißt also die mittlere Leistung, die während eines Ausfalls abgenommen worden wäre, lässt sich ableiten aus dem Zeitraum und aus den mittleren Lastverläufen,
der Verbraucher in einem Netzgebiet, sodass sich daraus dann die nicht zeitgerecht gelieferte Energie ermitteln lässt aus dem unten dargestellten Flussdiagramm. Das heißt also aus der mittleren Ausfallleistung und der Nichtversorgungswahrscheinlichkeit ergibt sich daraus die nicht zeitgerecht gelieferte Energie in Kilowattstunden oder Megawattstunden, sodass sich daraus ein Wert ableiten lässt, wie viel elektrische Energie pro Jahr wird voraussichtlich nicht geliefert werden können aufgrund von Störungen im Stromnetz und der Stromversorgung. Hier sind dargestellt die mittleren Versorgungsunterbrechungen in Minuten in Deutschland von 2006 bis 2018 mit Daten der Bundesnetzagentur aus dem Monitoringbericht 2019. Und was man erkennt, ist, dass wir in Deutschland eine sehr hohe Versorgungsqualität vorfinden. Wir haben im Durchschnitt eine Dauer der Versorgungsunterbrechung von 15,56 Minuten, also 15,5 Minuten pro Jahr und Kunde liegt eine Unterbrechung der elektrischen Energieversorgung da mit einer leicht fallenden Tendenz, dass im Jahr 2018 bei knapp 14 Minuten Versorgungsstörung waren. Die Versorgungsstörungen teilen sich noch auf in ungefähr 20% Versorgungsstörungen, die im Niederspannungsnetz jeweils auftreten und 80% der Zeit der Versorgungsunterbrechung lässt sich auf die Mittelspannungsebene zurückführen. Dennoch lässt sich damit sehr genau sehen und prognostizieren, wie groß die Versorgungsunterbrechungen und die Wahrscheinlichkeiten sind. Da wir in Deutschland und auch in Europa eine sehr hohe Versorgungsgüte haben, ist die Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen Netzausfalles unwahrscheinlich und wir können von einer sehr hohen Versorgungsgüte sprechen. Wenn man sich die Entschädigungszahlungen verursacht durch das Einspeisemanagement nach § 15 Absatz 1 des Erneuerbaren Energiengesetzes ansieht in Deutschland, erkennt man einen sehr stark anwachsenden Betrag an Zahlungen, die zu leisten sind. Hier erneut die Daten, veröffentlicht von der Bundesnetzagentur im Monitoringbericht 2019, zeigt sich, dass wir im Jahr 2009 bis 2014 einen leichten Anstieg hatten mit jährlichen Einspeisemanagement-Entschädigungszahlungen im Bereich von 10 bis 80 Millionen Euro, die dann ausgeschüttet wurden an die Betreiber der erneuerbaren Energieanlagen, also der Photovoltaikanlagen und insbesondere der Windanlagen. Und ab 2014 beobachten wir einen sehr starken Anstieg der Einspeisemanagement-Entschädigungszahlungen. Im Jahr 2018 wurden über 700 Millionen Euro an Entschädigungszahlungen geleistet an die Betreiber der erneuerbaren Energieanlagen durch Einspeisemaßnahmen, das heißt durch das Abregeln der Energieanlagen zur Stabilisierung des Netzes. Hiervon sind insbesondere natürlich die Windanlagen in Norddeutschland betroffen worden, dass in windreichen Momenten, wenn über mehrere Stunden hohe Windgeschwindigkeiten vorlagen, die Windanlagen heruntergeregelt werden mussten, um den Strom, um die Stromnetze nicht zu überlasten. Dennoch wird für diese entgangenen Stromproduktionswerte Entschädigungszahlungen fällig, die sich im Jahr 2018 auf über 700 Millionen Euro aufsummiert haben und auf die Netzkunden umgelegt werden, sodass das Ziel sein muss, durch einen Netzausbau es zu schaffen, diese Summe der Entschädigungszahlung kurz- und mittelfristig zu reduzieren, um die Gesamtstromkosten aller Verbraucher zu reduzieren. Hier sind die Ausbauvorhaben des Stromnetzes in Deutschland sowie die Investitionen und Aufwendungen in die Netzinfrastruktur dargestellt, erneut mit Daten der Bundesnetzagentur. Zu sehen ist, in den Jahren 2009 bis 2019 sind die Investitionen und Aufwendungen in die Netzinfrastruktur leicht angestiegen von knapp 7 Milliarden Euro jährliche Investitions- und Aufwendungskosten bis hin zu knapp 12 Milliarden Euro, aufgeteilt jeweils in grün die Aufwendungen und Investitionen der Übertragungsnetzbetreiber und in blau dargestellt die Investitionen und die Aufwendungen der Verteilnetzbetreiber, die in Deutschland die Verteilnetze betreiben. Auf der linken Seite in der Karte ist der Netzausbau oder die Planung des Netzausbaus in Deutschland dargestellt. In gelb die bereits realisierten
Netzausbauten. Die genehmigten, also die in sich im Bau befinden, sind in blau dargestellt. Das Planfeststellungsverfahren in grün und dann noch weiter in der Frühphase des Planungsprozesses in rot das Raumordnungsverfahren, beziehungsweise in blau das Raumordnungsverfahren und in rot geplante Trassen, die noch in keinem Verfahrensstatus sind. Deutlich zu erkennen ist die Nord-Süd-Achse, die bedient werden soll, um den Strom aus dem windreichen Norden mit den Windenergieanlagen in den Süden zu transportieren, da dort mittlerweile die Hauptverbrauchsregion in Deutschland liegt. Es gibt aber darüber hinaus auch Querverbindungen von Ost nach West. Diese dienen zur Stabilisierung des Netzes, um den Strom aus Norddeutschland nach West-, Mittel- und Ostdeutschland zu transportieren und den Strom aus diesen Regionen dann weiter zu transportieren nach Süddeutschland durch die Kraftwerke, die wir insbesondere in der Region im östlichen Teil Deutschlands haben mit den Braunkohlekraftwerken, sowie in Westdeutschland mit den großen Braunkohlekraftwerken in der Region Köln, mit dem Garzweiler Braunkohlerevier. Dann auch diese fossilen Kraftwerke bei der Netzplanung und im Ausbau des Stromnetzes berücksichtigt werden müssen, bis zur Abschaltung, die geplant ist bis zum Jahr 2038. Darüber hinaus werden jetzt schon berücksichtigt die Abschaltung der Kernkraftwerke in Deutschland, die bis 2022 vollständig abgeschaltet werden, sodass unter Berücksichtigung auch des Ausbaus der Windenergie und der Photovoltaik in Deutschland sich diese Planungstrassen ergeben, die in den nächsten Jahren ausgebaut werden müssen, um den Strom durch Deutschland transportieren zu können und die Ringflüsse über die Nachbarländer, über die Ostschiene Polen, Tschechien, Österreich nach Süddeutschland und Niederlande, Belgien, Frankreich nach Süddeutschland zu verhindern.